Ja, hallo Leute und herzlich willkommen in der nächsten Folge von Dead Space. In der letzten Episode haben wir uns um den Marker im Frachtraum gekümmert und nun sollen wir keinen in der Hangaranlage treffen, also gehen wir doch mal los. Vielleicht sollte ich mal die Waffen wechseln. Moment mal. Wir gehen hier noch mal rein. Na also, ich hatte hier was vergessen, aber warum? War hier noch ein Schrank zu? Merkwürdig. Kam ich hier nicht rein vielleicht am Anfang, oder? Ah, perfekt. Hier kann ich upgraden, denn ich habe noch zwei Knoten übrig. So. Jetzt ist die Frage, wohin damit? Nachladezeit. Projektilgeschwindigkeit. Kapazität und Schaden. Gut. Dann hat sich das auch mal erledigt. Station Flugdeck. So, aber leider habe ich nicht genug Geld, um mir etwas zu kaufen. Diese Richtung. Scheiße, das ist mein Bruder auf dem Monitor. Er ist an der Luftschleuse. Lass dich Nein, von oder? Nicht unter King. Kendra, wir haben keine Zeit mehr. Er ist nicht da. Ich kann es schaffen, wenn ich renne. Jetzt wird die auch noch verrückt. Ich könnte mir vorstellen, die stirbt am Schluss noch. Und irgendwie bin dann ich noch der einzige Überlebende. Weil ansonsten würde es ja keinen zweiten und dritten Teil von dem Spiel geben. Wo übrigens auch noch ein Remake kommen wird, so wie es aussieht. Komisch, kommt da noch Gegner, weil ich es gar nicht aufschlagen kann. Okay, es hat funktioniert. Aber ich denke, wir speichern hier mal ab. Es bietet sich gerade so schön an. Also.
So, diese Richtung, oder? Sicherheitscheck-in. Genau. Gefährliche Anomalie registriert. Na super. So ein Bastard. Kommt noch mehr? Ja. Yeah. Wow, das ging wieder ab. Und ich hasse diese schnellen Gegner. Die sind echt mies. Quarantäne aufgehoben. Ihr kleinen Bastarde hier. Diese Gegner sind irgendwie ziemlich hart. Naja. Aber um fair zu sein, meine Impulskanone ist überhaupt nicht geupdatet. Betrag, Ihre Kollegin ist sicher an Bord. Mein Name ist Kendra Daniels. Halte dich bereit, Isaac. Er bringt das Shuttle jetzt rein. Nette Landung. Die automatischen Ladekontrollen funktionieren nicht. Liegt wohl an der Beschädigung des Schiffs. Wir verlieren Zeit. Das Kollektiv ist da unten. Kein ganz ruhig. Ich werde die Schwerkraft im Hangar ausschalten, dann kann ich den Marker von Hand verladen. Okay. Keine Sorge, Amelia. Sie verstehen es. Heilige Scheiße. Platziere den Marker erneut. Moment mal, war ich hier schon ganz vorne? Ich kann jetzt komplett vor. Das sah echt cool aus, wie das Schiff reingeflogen ist. In den Hangar. Ach, schade. Hier hätte man doch locker etwas verstecken können, oder? Und hier drüben ist unsere Schrottkiste. Also, platziere den Marker erneut. Jetzt muss ich wieder zurückrennen. Aktiviert. Cool, oder? Tja, ich wette, jetzt kommen gleich Gegner. Also wechsle ich die Waffe mal?
Und zwar mache ich noch diese auf Nummer 2. Und dann wollen wir doch mal. Hier liegt ja noch echt einiges herum. Ist die Stromquelle. Ah, ich denke, wir warten damit nochmal, denn ich wette, sobald der Generator wieder drin ist, kommen Gegner. Also, hier liegt noch einiges herum. Ach was. Und ein weiterer Knoten. So, ich glaube, das war's. Brauche ich den hier auch noch? Oder gibt es die zufällig einfach nur zweimal? Ich meine, wenn wir schon hier sind, dann können wir auch ganz gründlich alles durchsuchen, oder? Also, dann starten wir mal. Super. Okay, den habe ich erwischt. Wo ist der andere hin? Ist der auch platt? Tatsächlich, ich habe ihn erwischt. Also Frachtschienen oder Ladeklappe. Nein, oder? Nicht schlecht, der Junge.
Also einen habe ich hier erwischt, oder? Jetzt. Na also. Oh, das sollte jetzt passen. Oh, jetzt muss ich wahrscheinlich das hier noch drehen. Na also. Jetzt müsste es passen. Da ist er. Der Marker. Die Sicherungen sind noch aktiviert. Ich muss die Schwerkraft wieder herstellen, bevor wir ihn verladen können. Schnell, bitte. Also, platziere den Marker erneut. Ziel abgeschlossen und stelle die Schwerkraft im Frachtraum wieder her. Nach oben. Moment mal, ist hier hinten vielleicht etwas? Ich wusste es. Ich wusste es. Das war das perfekte Versteck. Er ist an Bord. Kommen Sie schnell! Öffnen Sie die Luke für ihn. So, und jetzt muss ich wieder außenrum. Na super. Was denn? Die Werler nicht wie geplant rausholen konnte. Abteilung? Wer bist du? Ich arbeite für Earthgov. Ich kümmere mich um ein sehr altes Problem. Ich sagte dir und Hammond schon, dass Aegis 7 tabu ist. Der Planet war ein einziges staatliches Forschungsprojekt.
Der Marker? Das göttliche Artefakt? Wurde von Menschenhand gebaut. Das ist unmöglich. Wir sind im Weltall. Man hat das Scheißding ausgegraben. Nachdem es hier vor Jahrhunderten hinterlassen wurde. Selbst keiner hat es nicht mitbekommen. Der erste Marker wurde in einem Krater auf der Erde gefunden. Und der? Der war echt. Außerirdisch. Genug für die Gründung von Unitology. Unsere Wissenschaftler haben den roten Marker untersucht und konnten ihn nachbauen. Irgendwo mussten sie ihn jedoch testen. Egge 7. Das Resultat ist bekannt. Eine Geschichte des Schreckens. Ich dachte, die alten Berichte wären Hysterie, doch... Doch dann sah ich, was ich sah. Das System wurde völlig abgeriegelt, alle Aufzeichnungen vernichtet, bis die CEC gierig wurde. Sie haben Aegis 7 auseinandergenommen und zum Leben erweckt, was das Forschungsteam zurückließ. Also hat Earthgov dich geschickt, um alles zu vertuschen. Mist, wir müssen den Marker zurückbringen. Sollte noch jemand Aegis 7 entdecken? Er war schon mal verschwunden. Wir können es wieder tun. Ich weiß, was der Marker mit deinem Kopf anstellt. Er muss unter Verschluss. Und übrigens, wir waren ein tolles Team. Du wirst einen anderen Weg von der Ishimura finden. Du bist ein verdammt guter Ingenieur. Dein Experiment wird uns alle umbringen! Daniels! Nein, oder? Das ist ja mies. Es war alles umsonst! Jetzt stehe ich hier. Isaac, komm, hier ist Nicole. Wo bist du? Im Flugsteuerungsraum. Bitte komm sofort zu mir her. Noch gibt es einen Weg hier raus, aber wir müssen uns beeilen. Triff Nicole in der Flugsteuerung. Oh mein Gott, Leute. Das ist meine letzte Chance, oder? Muss ich bestimmt hier hoch? Ja, jetzt ist die Tür offen. Ich dachte es mir schon. Da geht auch noch ein Weg nach oben. Und die Tür war vorhin verschlossen. Warnung. Mehrere Systemausfälle entdeckt. Kritische Funktionen können nicht umgeleitet werden. Okay, hier gibt es ja doch noch einige Knoten. Wow, das sieht ja eklig aus. Den hat's erwischt hier. Bastard hier. Ja. Gott sei Dank bist du hier. Das Schiff bricht auseinander. Ich habe alles gesehen. Deine Ermittlungen. Nasser. Was mit uns passiert ist. Wir müssen nicht darüber reden. Es tut mir alles so leid. Ich wollte, dass du das weißt. Ist schon okay, Isaac. Ich vergebe dir. Ich liebe dich. Ja gut, aber... Es gibt noch Hoffnung. Du kannst das Shuttle zurückrufen und es von hier fernsteuern. Hol den Marker, dann bringen wir ihn nach Aegis 7 zurück. Du kannst uns wieder vollkommen machen. Moment mal. Das schaffen wir zusammen. Da ist doch irgendwas faul, oder? Also, Ziel abgeschlossen. Steuere das Shuttle per Fernsteuerung. Rückruf des Shuttles USG-09. Vorbereitung zum ferngesteuerten Andocken läuft. Verdammt, Isaac, du weißt nicht, was du tust. Ich weiß, dass ich jetzt das Richtige tue. Scheiße!
Warnung! Rettungskapsel von Shuttle USG-09 gestartet. Rettungskapsel? Verdammt! Wir haben sie verloren. Das spielt keine Rolle. Sie kann dem Schicksal nicht entgehen. Wer kann das schon? Es geht los. Isaac? Ich weiß. Ishimura ist hinüber. Wenn wir im Shuttle sind, gibt es kein Zurück mehr. Sieh nicht zurück. Geh. Ich programmiere das Shuttle mit der Flugroute nach Aegis 7, dann komme ich an Bord. Lass mich nicht warten. Niemals wieder. Na gut. Dann muss ich wohl. Da passiert noch irgendetwas, Leute. Ich bin mal gespannt. Irgendwie vertraue ich der ganzen Geschichte, ne? Okay, ich muss komplett zurück. Du bist im Begriff, die Ishimura zu verlassen und wirst nicht zurückkehren können. Okay. Ich wette, die ist gar nicht echt, oder? So habe ich mir den Abschied von Ishimura nicht vorgestellt. Ganz ruhig. Es geht mir gut. Hast du Angst, Isaac? Nein. Mit dir kann ich alles schaffen. Begann alles im Kern des Planeten. Daniel sagte, Earthgov habe den Marker gebaut. Ein Experiment, das sie vor Hunderten von Jahren abgebrochen hätten. Wenn man nicht bereit ist, muss ein Wunder so schrecklich wie ein Albtraum sein. Der Planet ist rastlos, hungrig. Er frisst uns bei lebendigem Leib. Aber wir haben den Marker. Wir bringen alles wieder in Ordnung. Wir werden vollkommen sein.
Steuere das Shuttle nach AG7. Ziel abgeschlossen. Kapitel 12, Todraum. Entlade den Marker. Wow. Das ist also Aegis 7. Nicole? Du kannst den Marker von der Konsole abladen. Los! Mein Gott, hier liegt ja auch noch so viel Raum. Das sieht ja echt cool aus. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Findet Dead Space 2 auf dem Planeten statt? Oder in einem Raumschiff wieder? Oder auf der Erde? Vielleicht könnt ihr es ja mal in den Kommentaren schreiben. Oh mein Gott, der Arme. Na super, jetzt liegt eine Hälfte von ihm im Krater und die andere hier. Naja. Und mit der guten Nicole hier? Irgendwas stimmt doch da nicht. Sieh mal. Ein Licht am Himmel. Die Gravitationsstrahlen der Ishimura versagen. Die tektonische Belastung. Bald fällt das ganze Gestein herunter. Was sollen wir tun? Wir stellen den Marker auf seinen Sockel zurück. Die Frachtschiene führt direkt zur Abbaustelle. Es wird funktionieren. Das Kollektiv wird sich fügen. Wir werden wieder vollkommen. Dann können wir zusammen sein. Stelle die Energie für die Zelle wieder her. Gut, dann machen wir das los. Mal. Wir müssen uns beeilen. Oh mein Gott. Selbes Bild. Der Marker hat zugeschlagen. Gesehen. Aber dieser Sockel, warum da? Er verstärkt die Wirkung. Der Impuls des Markers wird auf dem ganzen Planeten zu spüren sein. Die Toten werden schlafen und die Lebenden werden sehen, was nicht vergessen werden darf.
Also gut, dann sammle ich mal hier alles ein. Hier spricht Sergeant Bram Newman, Sicherheitsdienst. Evakuierungsbericht. Wir haben das Shuttle verloren. Es hob ab und stürzte dann direkt wieder in die Bucht. Hat eine ganze Menge Leute mitgenommen. 100 sind bestimmt tot. Die restlichen Shuttles haben wir auch verloren. Möge Gott uns helfen. Wir kommen hier nicht raus. Wenn jemand das hört, nicht landen. Ich wiederhole, nicht auf Aegis 7 landen. Scheiß auf die Ishimura. Die haben uns hier verrecken lassen. Oh mein Gott. Komme ich überhaupt hier noch raus? Na gut, aber ich glaube, das war auch schon wieder lange genug und wir werden herausfinden, was im nächsten Teil passiert. Wie immer danke ich euch fürs Zuschauen, gebt mir ein Like, wenn ihr mehr wollt und dann sehen wir uns auch schon bald wieder in der nächsten Folge.